Wie geht es mit der Wirtschaft weiter oder besser gesagt aufwärts nach der Krise? Das bespreche ich jetzt mit Professor Matthias Fifka, Wirtschaftsprofessor. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Fifka, wir hören unterschiedliche Signale aus der Wirtschaft. Den einen geht es gar nicht mal so schlecht, den anderen geht es ganz schlecht. Wenn wir uns jetzt mal die augenblickliche Situation vor Augen führen, wie geht es der deutschen Wirtschaft? Nun ja, in der Gesamtschau gesehen geht es in der Tat nicht so schlecht. Wenn man auf das Jahr 2021 blickt, denke ich, kann man immer noch von einem Wirtschaftswachstum von etwa 3,5% ausgehen, auch wenn das nun weniger ist, als wir vielleicht noch im Herbst letzten Jahres angenommen haben. Da schlägt der zweite Lockdown natürlich nun zu Buche. Die Impfungen kommen nicht ganz so schnell voran wie gedacht, aber auf das Jahr gesehen ist sicherlich noch Optimismus angebracht. Aber Sie haben es erwähnt, man muss stark differenzieren. Einige Branchen, natürlich die Gastronomie, aber auch der stationäre Einzelhandel sind schon in massive Schwierigkeiten geraten. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es hier zu sehr vielen Insolvenzen kommen wird und ob man die Probleme gerade in diesen Branchen eben noch beheben kann. Da geht es ja nicht unbedingt immer nur um Insolvenz, sonst geht möglicherweise auch ums eigene Portemonnaie. Derjenige, der jetzt in Kurzarbeit war, derjenige, der im Zweifelsfall vielleicht an das eigene Vermögen gegangen sein muss, weil er kein Geld mehr für den Alltag zur Verfügung hatte als Selbstständiger, der wird sich kein neues Auto kaufen. Also das wird doch irgendwann auch mal auf die Wirtschaft insgesamt einwirken. Ja, das wird passieren. Also die größte Schwierigkeit liegt natürlich in den oder eine der größten in den Insolvenzen, die wir erwarten müssen. Sie hatten es angesprochen, bei vielen mittelständischen Unternehmen sind die Eigenkapitalreserven aufgebraucht. Die Wirtschaftshilfen kommen nicht so schnell an, wie man sich das erhofft hat, auch aufgrund von technischen, von administrativen Problemen, was morgen sicherlich ein Thema sein wird. Und das hat dann natürlich auch insgesamt negative Folgen. Da wird es Entlassungen geben in den entsprechenden Unternehmen. Also das ist einer der großen Wermutstropfen, mit denen wir 2021 rechnen müssen. Nun sagt man, die Weltwirtschaft wird eigentlich angetrieben, eigentlich von China, weil da geht es ja im Augenblick sehr viel besser mit den Folgen der Pandemie. Auf der anderen Seite warten wir so auf so ein Recovery bei den USA. Sie haben ja selber in den USA promoviert. Wie geht es den USA? Können die uns allen sozusagen auch noch mal so ein bisschen Motivation verschaffen? Also da ist man ja augenblicklich dabei, ein sehr großes Paket zu schnüren, das eigentlich auch schon grünes Licht hat. Ein gigantisches Corona-Hilfspaket, das die amerikanische Wirtschaft stützen wird. Das war auch der Grund, also diese sehr ausgeprägten Hilfsmaßnahmen, weshalb die Amerikaner etwas besser durch die Krise kamen im letzten Jahr als Europa. Also da kann man durchaus einen Impuls erwarten, auch weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass die amerikanische Wirtschaft aufgrund der Flexibilität häufig sehr schnell anspringt. Also da ist sicherlich ein Impuls da und wir dürfen China natürlich auch nicht vergessen. Man rechnet für China mit einem Wachstum von 8% im Jahr 2021 und das wird natürlich zusammen mit den USA vor allem der deutschen Exportwirtschaft helfen. Ja, wie sieht es bei den Grenzschließungen aus? Wir haben heute darüber berichtet. Wird das Folgen haben insgesamt für die Wirtschaft in Deutschland? Das wird Folgen haben. Die kann man ja jetzt schon beobachten, wenn wir die Automobile als Beispiel nehmen, vor allem die, die grenznah fertigen lassen, also in der Nähe zu Tschechien. BMW ist da sehr stark betroffen, weil da eben schon die Logistik zum Erliegen kommt. Das heißt, man bekommt nicht die Bauteile, die man bräuchte im Rahmen der Just-in-Time-Fertigung. Da wird man also in Rückstand sozusagen geraten. Die Produktion wird ins Stocken kommen. Und das ist so ein bisschen spiegelbildlich, glaube ich, für die übergeordnete Problematik, dass die Wirtschaft kaum Möglichkeiten hat zu planen. Das wird sicherlich der elementare Punkt des Treffens morgen sein, dass man ganz stark darauf drängen wird, dass es einen Stufenplan geben wird, eine Art Ampelsystem, wo klar wird, bei welchen Inzidenzwerten was möglich ist, was geöffnet werden kann.
Und diese Planungsgrundlage, diese Sicherheit, die ist extrem wichtig für die Wirtschaft und die fehlt momentan leider. Professor Pfiffka, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.